Das schlechteste Team der Liga. Das super, André. Im schlimmsten Viertel der Stadt. Glock, 9 mm. Aber da ist jemand, der diesen Jungs helfen wird. Jemand... Geh nach Hause. ...von dem das keiner erwartet hätte. Der Penner soll ein Coach sein? Sie arbeiten für Smith & Stevens Securities. Ja. Welchen Deal haben Sie vermasselt? Wie? Niemand würde freiwillig die Kikembas coachen. Hey, Emma, du... Hey, was ist denn los? Okay, ich werde Sie kurz aufklären, Meister. André sagt, er kann jeden Ball fangen. Kofi sagt Bullshit. Du bist ein Loser. Okay, alles klar. Danke. André Ray Pietz. Dann bewegt euch, sonst habt ihr Stress mit mir. Miles Penfield, der Zweite. Miles, du bist scheiß schlecht. War was, Kofi? Angst vor dem Ball? Neue Regel. Keiner darf den anderen anmachen, solange ihr auf dem Feld steht. Also ich finde es großartig, dass Sie den Jungs Baseball beibringen wollen. Oh mein Gott, er hat ihn! Nur schade, dass niemand Zeit hat, ihnen beim Lesen lernen zu helfen. Miss Wilkes sagt, sie hätte einen guten Eindruck von ihm. Was hat Miss Wilkes gesagt? Wollen wir nicht heute Abend essen gehen? Nach dem Spiel am Wochenende? Wochenende. Die Jungs würden sich freuen, wenn sie kommen. Sie versuchen doch nicht etwa, Miss Wilkes aufzureißen. Nein, wieso? Gut, ich sag's Ihnen jetzt aus Erfahrung. Die Frau ist nicht zu knacken. Okay, Coach. Fertig, Miles? Aha. Komm, ich nehme deinen Walkman. Paramount Pictures in Zusammenarbeit mit Fireworks Pictures präsentiert... Das ist das Beste, was ich je getan habe. Ich habe vorher noch nie etwas bewegt im Leben. Die Geschichte von 10 Kids und einem Coach, die nie eine Chance hatten. Wo ich herkomme, haben sich die Väter endgültig verpisst. Bis es drauf ankam, auf sie alle zusammen. Was macht ihr denn hier in der Freizeit? Wir spielen Baseball mit ihnen. Ihr werdet nie ein richtiges Team, wenn ihr nicht wisst, wie es gemacht wird. Das ist Sammy Sosa da unten! Was ich von euch gelernt habe, ist eines der wichtigsten Dinge im Leben, dass man sich stellt. Und ihr habt euch gestellt. So sehr, dass es mich manchmal umgehauen hat. Ich möchte, dass ihr euch klar macht, wo ihr steht, Jungs. Ihr könnt stolz auf euch sein. Meiner! Jemand, zeig das, wozu dein Kopf gut ist!